So, und damit dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paper Mario. Ich bin schon ein Stück vorgegangen, weil ihr kennt die Strecke bis hierhin. Und das muss man sich nicht zweimal geben, finde ich. Und ich bin einmal in den Kampf geraten. Ist eine Maus im Bild, bei mir zumindest. Und der Typ ist nicht wirklich... Okay, da oben ist ein Geier, vielleicht sollte ich... Moment. Ah, Pausenmenü! Vielleicht sollte ich dann doch wieder auf Para-Carry wechseln, wenn da jetzt ein Geier da hinten ist. Ich meine, der guckt mir ja zu, das sieht man ja. Hey, du da! Schenk langsam, Bursche! Nicht so schnell, ich hab dich schon mal wuchsen! Okay, der braucht eine andere Stimme. Ah ja, sehr ähnlich. Du schaust genauso aus wie der Typ auf dem Steckbrief vom Bosa. Und jetzt sag, wer bist du? Ich bin Luigi. Ah, tja, Luigi, ja, du schaust nicht aus wie der Typ. Naja, ich glaub nicht, dass du der Mario bist, deshalb darfst du weitergehen. Schön. Cool. Was rein? Ich dachte, da kommt jetzt der harte Überboss-Fight. Aber gut. Dam, da, da, dam, da, dam, dam, dam. Speichern wir doch mal. Das sieht mir irgendwie nach Boss-Fight oder irgendwas anderem aus. Ich weiß es nicht. Deswegen schauen wir mal. Okay. Adolf Hitler und die Ausgrabungscrew. Ich hab... hallo, alter Knabe. Wie geht's denn so? Man nennt mich Colorado. Ich bin Archäologe und reise um die ganze Welt. Momentan durchkämme ich die staubtrockene Wüste, um die staubtrockenen Ruinen zu finden. Mein Assistent ist losgezogen, um staubtrockenen Vortosten, der hier ganz in der Nähe liegt, Infos zu sammeln. Leider haben wir bis jetzt noch keine Glück gehabt. Alles, was ich brauche, ist ein kleiner Hinweis. Man steht eine großartige Entdeckung nichts mehr im Wege. Wir sind doch Colorado, oder? Ich bin Para-Carry und ich stelle Briefe zu. Ich glaube, ich habe einen für Sie. Einen Moment, bitte. Hier, bitte. Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Die Arbeit des Postboten ist nie zu Ende. Oh, gütiger Himmel, das ist ein Brief von meiner Frau? Ich danke dir, alter Kumpel. Das ist genau das, was ich gebraucht habe, um wieder Kraft schöpfen zu können. Warte mal, dafür muss ich mich erkenntlich zeigen. Ich bin darauf gestoßen, als ich mitten in der Ausgrabung stecke. Sternsplitter, Sternsplitter, Sternsplitter. Sternsplitter! Okay, das haben wir alle schon gehabt. Mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt Koopa dabei habe. Wow! Dani hat ja eine tiefe Stimme. Sie sind Professor Colorado. Ich bin's, Cooper. Ich bin Ihr Nachbar. Es ist großartig, Sie zu sehen. Ich hätte niemals erwartet, Sie hier draußen zu treffen. Ich befinde mich gerade mit Mario mitten in einer Expedition. Ich will, genau wie Sie, ein Archäologe werden. Hallo, Cooper. Das muss ja Jahre her sein. Nun, wenn du das mit der Archäologie ernst meinst, dann sollten wir mal gemeinsam losziehen. Ja, jederzeit, ehrlich. Aber jetzt solltest du dich besser auf dein Abenteuer mit Mario konzentrieren. Du musst eine Sache zu Ende bringen, bevor du die nächste beginnst. Nur so wirst du so ein berühmter Archäologe wie ich. Wow, okay! Sobald wir die Prinzessin und das Königreich gerettet haben, müssen wir beide wieder sofort auf Entdeckungstour gehen. Okay. Um zur staubtrockenen Vorposten zu gelangen, folge einfach diesem Pfad nach Osten. Ich an deiner Stelle würde nicht vom Pfad abweichen. Du kämpfst sonst in Schwierigkeiten und verirrst dich. Nicht am Rafat. Selbst ist völlig sicher, also pass auf, wohin du trittst. Wir helfen Professor Colorado. Wir warten auf unsere Freunde vom Ja, das hatten wir alles als Info. Danke trotzdem. Dam, 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 dann gehen wir mal schnell weiter. Shy Guys, oh mein Gott, ich muss hier weg. Ich muss hier weg, Shy Guys. Shy Guys, Hilfe! Pokies! Sie kommen alle mich holen. Ich muss hier weg. Mhm. Hallo? Na du?
Salam, Edler Leisener, ich befinde mich auf der Reise. So wie offensichtlich auch. Andere Reisende, die ich treffe, sind für mich wie Brüder und Schwestern. Sucht ihr nach einer Stadt, dann folgt diesem Pfad nach Osten. Ein Ort namens Stopp, trockener Vorkasten warten am Ende. Genau da will ich hin. Dam, 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 dam. So. Oh, cool. Hallo. Vermummte Tots. Speichern wir erstmal. Alles klar. Hallo. Willkommen, Reisender. Ihr müsst eine lange Reise, heiße Reise hinter euch haben. Wir kommen sterben draußen und der Herrscher dieser Stadt heißt Mausdaffer. Das solltet ihr nicht vergessen. Obwohl, ihr werdet ihn vermutlich niemals zu Gesicht bekommen. Hallo. Meister Mausdaffer ist ein wichtiger Mann. Meister Mausdaffer ist ein großer Mann. Wo er ist, niemand weiß es, er verbirgt sich vor seinen Feinden. Weil er ein Schisser ist. Okay. Okay. Du bist egal, ich will hier wieder raus. Dam, 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 dam. Hallo. Eine Maus in Lila. Sie sieht wie ein Dieb aus. Vorübergehend geschlossen. Ja, das ist ein Dieb gewesen. Gehen wir doch mal weiter, wa? Ah, hier ist der Auskunftsleiter. Hey, hallo! Ich assistiere. Ah. Er ist durstig. Hier, hallo? Freigebige Menschen sind nett, sehr nett. Erfahren nette Geschichten. Etwas geben. Ich gebe dir einen Fehlschlag. Bitteschön. Ah, du gibst mir etwas, du könntest nett sein. Wenn du ein sehr netter Kerl bist, gibst du mir noch etwas. Habe ich noch einen Fehlschlag für dich? Ja, hier, bitteschön. Ah, du gibst mir etwas, du könntest nett sein. Wenn du ein sehr netter bist, gibst du mir noch etwas. Ich brauche den Kram eh nicht. Du gabst mir viele Dinge. Sehr netter Kerl, sehr nett. Mein Name ist Sheik. Ich handle mit Informationen. Dinge, die andere nicht wissen. So netter Kerl, was möchtest du wissen? Lieblingsessen. Wo sind die Ruinen? Die staubtrockenen Ruinen zu finden, musst du mit Mausdaffer sprechen. Mausdaffer ist ein Nachfahrer der großen Räuber, die den staubtrockenen Vorderosten erbaut haben. Er befindet sich irgendwo in der Stadt, aber wo genau wissen nur die engsten Gefolgsleute. Ich würde sein Geheimnis ja verraten, aber nur der netteste aller netten Kerle. Suchst du nach Wissen, wirst du allen noch mehr geben. Hast du das verstanden? Nimm. Das hatten wir schon. Okay, dann auf Wiedersehen. Okay, haus rein. Hallo? Warte nicht weiter. Wenn diese Frau einen Zauber auf dich legt, kann dir das im Kampf sehr nützlich sein. Zum Beispiel könnte dein Angriffskraft stärker werden oder jetzt mehr Münzen für einen Sieg. Aber auch noch andere, viele merkwürdige Dinge könnten geschehen. Aber verlass dich nicht auf diesen Zauber, er wird nicht in jedem Kampf wirksam werden. Kann sehr hilfreich sein, aber ist auch manchmal völlig unvorhersehbar. Ja, dann machen wir mal, ne? Hallo, du, geht's dir gut? Bist du traurig oder frohmut? Die große Merle kann man mich nennen, meine hübschere findet man nicht. Mein Zauber ist der beste. Gib mir deine Fickreste. Ja, hervorragend. Wähl deine Wahl. Am besten... Spezialmagie. Oh, das klingt gut. So denn, jetzt geht's los. Kamehame! Mau Mau! Cool. Ich bin mir sicher, von meiner Macht nehmen sich deine Gegner nach. Selbst wilde Bestien werden weichen beim Anblick meines Zaubers erbleichen. Also gut, bis später. Wir sehen uns wieder. Irgendwann. Haus da rein. Geht's hier irgendwo hin? Nö. Die Maus ist ja wieder reingegangen. Höchst seltsam. Alles klar.
Willkommen, Reisender. Dies ist die Minimaus aus berühmter Laden im staubtrockenen Vorposten. Für etwas würden sich interessieren. Mitnehmen. Ich erinnere mich gerade an was. Ich will es nicht spoilern. Reden wir mit den Tots. Hey, weißt du was? Irgendwo in der Liste steht ein Stein Lackakt. Gehst du von dort aus 2 nach Süden und 2 nach Westen, findest du etwas Besonderes, aber dennoch musst du suchen. Ich weiß jetzt nicht, was man finden soll, aber sollst du auf jeden Fall dorthin. Hey, willst du noch etwas wissen? Ich weiß ja alles mögliche Bescheid. Sag du was anderes? Der Typ hat keine Ahnung. Ich frag nochmal den Fritzen, ob er noch Informationen hat. Die Stadt ist ja ziemlich klein an sich. Hey, was geben? Hier ein Trockenpilz, friss. Staubtrockene Wüste. Die staubtrockene Wüste ist ein endloses Meer aus goldenem Sand. Viele Geheimnisse verbirgt dieses Meer. Auch mehr als Sterne am Himmel stehen. Die Legende von der staubtrockenen Ruine ist eines dieser Geheimnisse. Nur Mustafa weiß, wo die legendäre Stätte ruht. Sollst du noch wissen, musst du mir noch mehr geben, hast du verstanden? Ich will noch sein Lieblingsessen wissen. Eine meiner Lieblingsfrüchte beginnt mit Z und endet mit E. Sie ist gelb und sehr sauer. Zitrone. Sie duftet so frisch, man findet sie nur in der Oase außerhalb der Stadt. Wenn du zur Oase gehst und eine für mich holen würdest, wäre ich bereit zu glauben, dass du ein wahrlich netter Kerl bist. Denn nur die nettesten der netten Kerle dürfen Mustafa sehen. Okay, ich muss zum Vorposten und eine Zitrone pflücken. Machen wir. Aber das erst im nächsten Video. Eulenyu ist over and out.